Das ist Thomas. Thomas ist seit über 20 Jahren als Krankenpfleger tätig. Sein Einsatzort ist überall dort, wo er gebraucht wird. Thomas arbeitet bei den mobilen Pflegediensten der Caritas. Hallo, Thomas. In der Hauskrankenpflege liegt der Schwerpunkt grundsätzlich in der Wundversorgung. Also wo man einfach auch der verlängerte Arm ist zum Hausarzt oder auch zum Krankenhaus, wo einfach auch Wunden zu Hause regelmäßig betreut, begleitet, versorgt werden. Auch die Zusammenarbeit mit dem Vertrauensarzt, mit dem Facharzt ist ein Thema. Das ist auch ganz wichtig, dass man da in einem Fluss ist, dass man in Absprache ist. Ja, na, vierte. Gut, Baba. Danke. Morgen komme ich wieder in der Früh. Ja. Gut. Mein Arbeitsalltag schaut eigentlich auch ganz chillig aus. Guten Morgen. Also ich fahr daheim los. Der erste Kunde liegt in der Regel ein paar Kilometer weit weg und man beginnt sozusagen dort zu arbeiten und fährt von einem Kunden zum anderen. Der andere Part ist natürlich auch das Medikamente vorbereiten. Also Medikamente vorbereiten, wöchentlich, 14-tägig. Auch der Zucker beschäftigt uns, das heißt Insulin verabreichen, Blutzucker messen. Wie geht's die Wunden da? Weil man hat jetzt nicht unmittelbar einen Kollegen neben sich oder um sich, aber man ist nicht allein. Das muss man auch klar sagen. Also man hat jederzeit eine Teamleitung im Hintergrund, die man telefonisch kontaktieren kann. Man hat auch Kollegen, die unterwegs sind. Also man kann durchaus auch wen fragen. Und man darf sich auch unsicher fühlen, weil es sind auch manche Situationen, wo es nicht ganz so klar ist. Da brauchen wir jetzt auch einen ärztlichen Rat, weil wir trotzdem aus der Pflege kommen und wir jetzt nicht der Ersatz Notdienst oder Arztdienst sind. Gell? Da wollen wir ein wenig aufstehen auf Pferschen. Ja, genau, passt schon. Miteinander helfen wir zusammen, gell? Man muss eine gewisse Kreativität im Kopf haben. Also es ist nicht alles planmäßig. Ja, ich mag es einfach, die Mobile. Ich weiß auch nicht warum, genau, aber ich mag es einfach. Gell? Jo, Frau Wachs, dann sage ich für Gott. Ja. In 14 Tagen komme ich wieder. Ja, genau. Ist recht. Gell? Sonst geht's dir gut? Ja. Jo, passt gut, gell? Wünsche dir alles, alles Gute.